Mace Windu war der wohl mächtigste Jedi zur Zeit der Alten Republik und hatte definitiv den meisten Einfluss, gerade im Kriegsgeschehen zum Ende des Ordens. Viele von euch wissen sicherlich, dass Mace Windu in seinen Studien der Macht oft auch in die dunkle Seite eintauchte, ihr jedoch niemals komplett verfiel. Nun, heute gehen wir mal eine Theorie durch, die besagt, dass er vielleicht eben doch tiefer in die Philosophie der dunklen Seite eintauchte und nicht nur ein unfassbar großer Teil der Niederlage der Jedi war, sondern auch potenziell gefährlicher als Palpatine hätte werden können. Ich bin Luke, wenn ihr solche Videos über Fantheorien von Star Wars oder Marvel mögt, dann abonniert doch jetzt den Kanal, aktiviert die Glocke und jetzt geht es direkt los mit dieser Folge What If auf Nerdfactory. Mace Windu war dafür bekannt, dass er in seinem Kampfstil sowie auch generell in seiner dem Jedi-Orden zugrunde liegenden Erforschung der Macht auch in die dunkle Seite eintauchte. Das Besondere an ihm war, dass er diese Gratwanderung immer erfolgreich vollzog und niemals wirklich zu tief in diese Dunkelheit tauchte. Oder etwa doch nicht. Die heutige Theorie besagt, dass Mace in seiner Zeit als Jedi-Meister immer mehr den wahren Pfad der Jedi aus den Augen verlor. Dass er tatsächlich komplett obsessiv mit dem Gedanken wurde, mehr weltliche Macht zu erlangen. Immer wieder lässt er durchblicken, dass die Jedi den Kanzler und den Senat immer mehr kontrollieren wollen. Immer wieder demonstriert er in Clone Wars und den Prequels eine dem Jedi-Kodex widersprüchliche Art und Weise zu handeln. Und wie sowohl Luke in The Last Jedi als auch Ahsoka in Clone Wars völlig richtig identifizieren, die Jedi wurden mit den Jahren der Klonkriege immer mehr zu den Kriegstreibern statt zu den Friedenshütern. Und an der Spitze dieser Kriegsplanungen, da stand Mace Windu. Er war es, der für die meisten Aktionen innerhalb des Jedi-Ordens, was militärische Sachen angeht, verantwortlich war. Sicher, der Rat der Jedi entschloss die Dinge noch demokratisch, doch Mace selbst war oftmals Überbringer der Entscheidungen und maßgeblich auch am Formulieren dieser und am Umsetzen dieser beteiligt. Das sehen wir nicht zum Beispiel nur an Anakins Ernennung zum Ratsmitglied, aber nicht zum Meister, sondern auch bereits zu Beginn der Saga anhand seiner Involvierung in Anakins Test zum Jedi. Und wo es vielleicht sein mag, dass er zu Beginn in seinen Studien niemals den unumkehrlichen Schritt zur Dunkelheit machte, so dürfen wir nicht vergessen, dass Palpatine im alten Sith-Tempel unter dem Jedi-Tempel dafür sorgte, dass die Macht im und um den Sitz der Jedi mit der dunklen Seite vergiftet wurde, ohne dass sie es bemerkten. Diese Prämisse der Theorie besagt also, dass Mace Windu vor den Augen des gesamten Jedi-Ordens immer weiter in die dunkle Seite abtauchte, aber eben nicht nur. Hierzu müssen wir in die inzwischen Legend-Stories über die ersten Jedi gehen. Hier gab es noch keinen Orden der Sith oder ähnliches. Es gab Jedi, die Ashla, die helle Seite, und Bogan, die dunkle Seite, erforschten. Die dunkle Seite erforschten, waren zu Beginn nicht zwangsläufig schlecht oder böse. Sie wurden über die Zeit von ihr zwar korrumpiert, wollten mehr Einfluss und Macht, wollten nicht wie die Erforscher der hellen Seite nur über das Jenseits und das große Ganze erfahren, sondern schon im Hier und Jetzt ihre Kräfte dafür einsetzen, sich selbst in die bestmöglichen Verhältnisse zu heben. Aber diese Form von Space Capitalism machte sie jetzt nicht böse. Und von diesen frühen Jedi, die Bogan erforschten, waren einige dann deutlich anfälliger, aber für die Verführungen der dunklen Seite, um mehr Einfluss, Reichtum und Macht im Diesseits zu erlangen und waren deshalb auch harscher als andere Forscher der dunklen Seite. Und diese wurden dann irgendwann für diesen Machthunger einfach verbannt und so entstanden dann die ersten dunklen Jedi und später dann daraus der Orden der Sith. Deshalb war allerdings trotzdem der Kontakt mit Artefakten der dunklen Seite und die Konfrontation damit nicht komplett verschwunden oder verboten. Jedi trainierten sogar eben genau mit dieser dunklen Seite umzugehen und ihr zu widerstehen. Im Jedi-Tempel waren jede Menge Artefakte von Sith und Sith-Holocrons gelagert. Unter anderem deshalb wurden die Padawane auch so jung rangekarrt, um ihnen von Beginn an einzutrichtern, wie man der Dunkelheit widerstehen kann. Mit einem Grund, warum Luke und Anakin sowie auch Ben Solo das nicht so wirklich immer schafften. Sie waren einfach zu alt, als sie begannen, ihr Training zu vollziehen. Und unter den Jedi gab es dann wiederum jene, die sich deutlich intensiver mit der dunklen Seite beschäftigten, die am Rande der Verführung herumtänzelten, ohne jemals die Grenze zur Dunkelheit zu überschreiten. Und das war ein unfassbar schwieriger Prozess, der wirklich auch nicht immer gelang. Einige Jedi wurden über die Zeit an die Dunkelheit auch verloren, da sie das einfach nicht bewältigten.
Wenn ihr jetzt noch mehr über zum Beispiel Mace Windus Vergangenheit und Persönlichkeit wissen wollt, dann schaut doch mal über den ersten Link in der Videobeschreibung bei Audible vorbei. Da könnt ihr jetzt einen Monat kostenlos testen und euch zum Beispiel das Star Wars Legends Hörbuch Shatterpoint anhören. Dieses spielt direkt nach der Schlacht auf Geonosis und befasst sich mit Mace persönlicher Vergangenheit, denn in diesem Roman kehrt er auf seine Heimatwelt zurück und wird mit alten Problemen konfrontiert. Das Buch ist wirklich cool und wenn ihr euch das jetzt im Audible-Testmonat holt, supportet ihr damit noch direkt meinen Kanal, da ich für jede Anmeldung von euch etwas Geld bekomme. Mace Windu gilt als einer der zum Zeitpunkt der Prequels wenigen, die es eben doch schafften, nie ganz von der dunklen Seite eingehüllt zu werden, sondern nur ihre Stärke zum Vorteil im Kampf und der Machtnutzung einzusetzen. Das war teilweise seiner Spezies, welche von Natur aus eine starke Verbindung zur Macht haben, geschuldet, aber auch von seinem eisernen Willen und nicht zuletzt dem jahrelangen Training kommend. Doch schauen wir uns seine Auftritte in Clone Wars und den Prequels mal an, stellen wir immer mehr fest, dass er sehr häufig sehr wütend wirkt. Er ist teilweise abfällig und gehässig, stolz. Er nimmt die Dinge oft in die Hand und handelt und überstürzt harsch, wählt seine Worte auch nicht wirklich weise, sondern konfrontiert andere immer mit einer sehr groben Art. Das könnte per se ein Indiz darauf sein, dass Mace Windu als einer der einflussreichsten Jedi des Ordens zu dieser Zeit deutlich mehr in der dunklen Seite steckte, als er es merkte und so ein bisschen Lust darauf bekommen hat, sich selbst als überlegen darzustellen. Ihm war quasi nicht bewusst, wie stark der Einfluss von Palpatines Ritual unter dem Tempel auf ihn und den Orden war oder dass es überhaupt einen Einfluss gab. Dieses Ritual, ihr erinnert euch vielleicht, sorgte maßgeblich dafür, dass die Jedi den Sith Lord direkt vor ihren Augen nicht wahrnehmen konnten und ihre gesamte Wahrnehmung in der Macht leicht vergiftet wurde. Dazu öffnete Palpatine einen versiegelten alten Sith-Tempel, dessen Ruinen unter dem Jedi-Tempel lagen, und ließ von hier aus kleine Dosen dunkle Seite-Energie ausströmen, um eben den Sinn der Jedi zu vernebeln. Alles, was die Jedi also als pur und hell sahen, lag immer etwas im Dunkeln und hatte immer einen Hauch von Gier, Machthunger und Bosheit. Und naja, im Grunde führte das dann auch dazu, dass sie ihren eigenen Fall einleiteten, weil sie nicht mehr klare, gute Entscheidungen treffen konnten. Und nun gehen wir mal in den Moment, in dem sich alles entschied. In den Moment, als Mace Windu den Weg der Jedi ablegte und am Tipping Point zur dunklen Seite angekommen war. Der Kampf gegen Palpatine im Senatsgebäude aus Episode 3. Man könnte argumentieren, dass Mace hier gerade genau das tut, wofür er eigentlich bekannt ist, es eben nicht zu tun. Er taucht vollständig in die Dunkelheit ab. Er ist bereit, Palpatine zu töten. Er ignoriert den Weg der Jedi und glaubt, dass der Kanzler ermordet werden muss, um das Problem in der Republik komplett zu lösen. Und wäre Anakin hier nur 5 Minuten später angekommen, dann ist es auch durchaus möglich, dass Mace Palps besiegt hätte. Denn auch wenn der Sith Lord unfassbar stark war, so war Mace Windu nicht nur der stärkste Jedi des Ordens, sondern ebenfalls hier an seinem Peak, was die Nutzung der Dunkelheit und die daraus entstehende Stärke angeht. Spielen wir also mal mit dem Gedanken, dass Mace Windu hier diesen Mord begangen hätte, hätte es 2 sehr harte Szenarien gegeben, die gleichermaßen ein noch schlimmeres Ergebnis bewirkt hätten, als das, was passiert ist. Auf der einen Seite hätte Mace hier schlichtweg einen tiefen Sturz in die Dunkelheit begangen, aber aus dem richtigen Grund, ähnlich wie Anakin bei Dooku. Das hätte nicht zwangsläufig auch bedeutet, dass er jetzt direkt ein Sith Lord ist. Aber was wären denn die Folgen gewesen? Die Republik war zu diesem Zeitpunkt bereits so anti-Jedi, dass vermutlich trotzdem die tatsächlich allen bekannte Order 66 ausgerufen worden wäre. Denn die Jedi hätten hier ihre Rolle als Berater und militärische Stützen verlassen und ein Attentat auf die offizielle Regierung der Galaxis ausgeübt. Okay, Palpatine war der Sith Lord. Aber die Galaxis, die hat kein Konzept davon, was die Sith überhaupt sind. Das ist für die meisten einfach nur eine weitere Religion und hatte keine Aussage zu gut oder böse. Für den Senat wäre das ein Verbrechen gewesen und sie hätten die Jedi genauso verbannt und verurteilt, wie sie es so auch getan haben. Die mildere Variante wäre gewesen, dass Mace aus dem Orden ausgestoßen worden wäre, da er den Jedi-Code verletzt und ähnlich wie Dooku als Machtnutzer allein dagestanden hätte. Diese Position hätte Mace endgültig von der hellen Seite weglenken können und den Jedi einen neuen, mächtigen Gegner verschaffen. Mace Windu, dunkler Jedi. Die andere Variante würde jetzt das Ritual aus Episode 9 mit einbeziehen. Denn wenn es so funktioniert, dass Palpatine in Wut und Hass mit dem Lichtschwert niedergestreckt werden müsse, um den Täter voll in Dunkelheit zu hüllen und Palpatines Geist in ihn übergehen zu lassen, dann wäre das vermutlich nach Kanon alles noch viel, viel schlimmer geworden. Palpatines Macht und Erfahrung sowie
Bosheit in einem so mächtigen und jungen Körper wie Maces mit diesem Einfluss und dem Potenzial hätte einen erbarmungsloseren, jüngeren, stärkeren Imperator ergeben. Einen, der nicht wie Palpatine zurückgezogen in seinem Palast steckte, während Vader die Schlachtfelder quasi durchstreifte, sondern einen, der rücksichtslos vermutlich Yoda, Obi-Wan und Co. einfach abgeschlachtet hätte und potenziell sogar auch Anakin zu seinem Schüler gemacht hätte und mit ihm Seite an Seite jede Welt einzeln unterworfen oder vernichtet hätte, ohne dass Anakin in seinen schicken Lackanzug schlüpfen hätte müssen. Palpatines Essenz und Dunkelheit in Mace Windus Körper mit dessen Sicht auf Dinge und Impulsivität sowie Brutalität und nicht zuletzt militärische Erfahrung hätten die Galaxis noch deutlich tiefer und endgültiger in die Dunkelheit gestürzt, als es tatsächlich unter Palpatine schon geschah. Und da es auch immer noch anhaltende Gerüchte gibt, dass Star Wars gerne mehr in eine Erzählweise von verschiedenen alternativen Zeitlinien und Ereignissen tauchen will, könnte ich mir sogar vorstellen, Mace noch einmal für eine ganz kurze Geschichte zurückzuholen und ein What-If-Szenario durchzuspielen, in dem Mace Windu der neue Sith-Imperator wird und alles noch weiter übertrumpft, was Palps jemals hinbekommen hatte. Aber was meint ihr denn? Glaubt ihr, Mace Windu wäre ein Segen oder ein Fluch für die Galaxis gewesen, wenn er hier Palpatine getötet hätte? Was glaubt ihr, wäre dann passiert? Hier ist jetzt noch ein anderes Video, hier könnt ihr abonnieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Renn ja hauen.